Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wenn euch heute die Folge gefallen sollte, könnt ihr das ganz gerne wieder unterstützen mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Es geht weiter mit der nächsten Quest. Unterhalte ich euch nicht mit der Arena. Und ich muss jetzt zum Trainingsplatz gehen, wo der Lannister seine Gladiatoren ausbildet. Zum Ludus. Ein Ludus war das ja. Da war eine Schule für die Gladiatoren, der Ludus. Wobei eine Schule, weil nicht wirklich, es sind ja Sklaven, die da gehalten wurden und dann zum Kampf ausgebildet wurden. Und hier unten haben wir den Ludus. Und da ist die Arena. Mit, guck mal, dann können sie hier trainieren und sehen immer die Arena noch im Hintergrund und wissen, wofür sie trainieren. Oder auch, ja, die meisten hatten ja immer im Hinterkopf, dass sie vielleicht die Freiheit erringen können in der Arena. Ja, hier wird gekämpft und trainiert. Und da ist der Chef des Hauses. Polymestor ist ein tödlicher Hurensohn. Ja? Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Okay. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste Essen, die besten Huren. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal, mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Kennst du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer. Zeigt diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen. Wow, geht los. Okay. Er war also der selber... Der römische Boden ist trocken. Wässern wir ihn mit ägyptischem Blut. Er war also selber auch mal Gladiator und hat seine Freiheit erhalten, der gute Ausbilder hier. Das ist natürlich ein gutes Beispiel für die Leute hier. Osiris erwartet dich, Bruder. Ja. Und zack. Hey, Malakia. Malakka. So, das war's. Ja, Gladiatoren konnten ja, wie gesagt, ihre Freiheit erringen in der Arena. Und dann haben sie teilweise auch so Holzschwerter bekommen, wo dann die Nachricht drauf stand, dass sie jetzt freie Männer sind. Hat man zum Beispiel in der Gladiatoren-Serie Spartacus gesehen. Da hat der Gannicus ja seine Freiheit erlangt und hat dann auch so ein Holzschwert gehabt, wo das dann drauf stand, damit er jeden zeigen kann, hier, ich bin ein freier Mann. Er hat hier aber eben von einem richtigen Schwert gesprochen, denke ich mal. So. Das war ein Schauspiel. Du bist ein Kämpfer. Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an. Der elendige thrakische Hundeficker wird nicht leise abtreten. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Ich finde deinen Kämpfer. Und die Trophäe. So selbstbewusst. Das gefällt mir. Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Okay. Der Typ also ist Thrakier. Der thrakische Bär, den ich hier jagen soll. Tja, wie bei Spartacus. Spartacus selbst war ja auch Thrakier. Da vorne ist es. Leider keine Schnellreise in der Nähe. Deswegen reite ich da schnell mit Helmut hin und dann klappt das schon. Los, los. Haben die das langsam gemacht? War der nicht mal ein bisschen schneller hier? Kommt mir gerade ein bisschen lahm vor, der Gute. Das ist schon Speed, wollte ich gerade sagen. Speed. Maximalgeschwindigkeit. Hier sollte ich vorsichtig sein. Naja, die Leute sollten vorsichtig sein und mich hier lieber nicht aufhalten. Vorsicht. So. Wow. Endlich mal rübergesprungen beim Zaun. Jetzt bin ich hier mitten in so einem Römer-Trainingsgebiet oder was? Der Gladiator, der Bauernhöfe noch überfällt. Ich bin da. Oh. Hier kann ich sogar noch einen Schatz plündern. Schau mal einer an. Hat mich der Römer gesehen? Ja. Blöder Sack. Ich bin nicht wegen euch hier. Aber wenn ihr wollt,
Kann ich euch auch aus... Gib ihn, Senu! Mach ihn kaputt, Junge! So. Lauft, ihr Pferde! Ihr seid frei! Okay, wollen wir denn hier einen Schatz? Dankeschön. Ah, noch einen Schatz, den ich noch nicht habe. Ey, da ist ein Löwe! Da sind mehrere Löwen! Was ist passiert? Ich muss Polymestor finden. Wenn das hier Löwen waren, hat der Polymestor vielleicht damit gar nichts zu tun. Na, gegen die Löwen muss ich mal die Waffe wechseln. Da brauche ich meinen Speer. Mehr Reichweite gegen die schnellen, wegspringenden Katzen. Dann treffe ich sie besser hier noch. Und Sprungangriff! Und da kommt der tödliche Stoß. So, aber den Schatz nehme ich noch mit. Dann habe ich den Ort hier sogar abgeschlossen. Okay. Ah, ich muss den Ort untersuchen. Was ist hier passiert? Das war ein Löwenangriff, so wie man eben gesehen hat. Stichwunden. Von vielen Schwertern. Die Löwen töteten diese Menschen nicht. Es sei denn, sie hatten Waffen. Hatten die Löwen eben Waffen? Ich bin mir sicher, ich habe nicht aufgepasst. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, die hatten Schwerter im Mund. In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? Ja, beides. Wo sind die anderen Hinweise? Da hinten noch. Okay. Durchbohrt, aufgespießt. Aufgespießt und gefoltert. Wofür? Information? Schwerter, Speere, Pfeile. Das war kein einzelner Mann. Das war ein Massaker. Okay, mehr als einer auf jeden Fall. Jetzt muss ich da noch runter. Das scheint das letzte Ding zu sein hier. Wo komme ich denn hier nach unten? Ah, hier. Hier ist doch was drunter. Vielleicht wollte... Ein geheimer Keller. Vielleicht wollte der ja hier runter flüchten, der die Pfeile abbekommen hat. Was war das gerade? Wechsle mal die Waffe. Kriege ich hier den Schlag nach unten hin? Ja. So. Meine Freunde und Retter, ich kann nicht länger mit gutem Gewissen hierbleiben. Ich fürchte, dass es euch großen Unglück bringen wird, mir zu helfen. Der Lannister will mich nicht gehen lassen und ich könnte es nicht ertragen, wenn meinetwegen noch mehr Menschen sterben müssen. Ich will doch nur ein neues Leben mit einer ehrbaren Arbeit anfangen, indem ich tagsüber angeln kann und eine gute Frau auf meinen Knien sitzt. Wenn ich heimkomme, euer dankbarer Freund Polymestor. Oh. Polymestor hat die Leute nicht ermordet. Sie halfen ihm. Konnte er das Fischerdorf erreichen? Der Lannister ist also so ein Schwein, der hier einfach den Bauernhof abschlachten lässt, nur um Informationen zu bekommen, wo sein geliebter Gladiator sich aufhält. Damit er hier nicht so viel Geld verliert. Jetzt geht's hier runter. Interessant. Da war ich nämlich noch nie. Da unten am Strand. Da muss ich aber mal ein gehöriges Wörtchen mit dem Lannister sprechen. Dass er mich jetzt auch noch für seine Machenschaften hier benutzt, wo der hier schon Leute, einfache Bauern auf dem Gewissen hat. Mit solchen Leuten möchte ich ja nicht zusammenarbeiten, als Magi. Wir sollen das Volk ja schützen. So. Idioti. Nur einige Schätze, die ich hier finden muss. Was ist denn das für eine komische Insel da vorne? Das sieht ja aus. Voll die Sandbank.
Okay. Das sieht ja interessant aus hier. Ah, das könnte der Gladiator sein. Der ist ganz schön groß. Der Thrakier. Ich suche einen Gladiator. Den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters! Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins! Ich hab das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir! Es brachte mir nichts als Unglück! Oh, interessant, dass er mich hier nicht angreift. Er hat das Schwert ins Meer geworfen. Sieht aber nicht danach aus, als wäre das im Meer, wenn es hier da vorne schon ist. Ziel lokalisiert. Suche im seichten Wasser in der Nähe des Fischerdorfes nach dem Schwert. Und tauchen wir mal. Dann muss ich hier nach sicherlich dann mit dem Schwert zurückkehren zum Lannister. Gucken, ob ich da irgendwo schnell hinreisen kann. Was für Musik hier gerade unter Wasser ist. Interessant. Und da ist es. Ich rede mit Polymestor. Einfaches Schwert. Es ist kein Sichelschwert. Auch wenn es ein bisschen geschwungen ist, es ist kein Sichelschwert, sondern ein einfaches, normales, gerades Schwert. Also sieht nicht gerade aus, aber ist eins. Oh, kehre zu Polymestor zurück. Okay. Wieder zu dem. Noch nicht zum Lannister. Interessant. Ah, der wird ja schon angegriffen da vorne. Die Leute sind da. Die Wachen. Oder Römer. Hier ist ganz schön viel Aufruhr. Kämpft er? Noch nicht. Aber, der Lannister ist da. Du Schweinehund! Er ist mir gefolgt. Und hol's dir. Genau. Ah, hier ist der ägyptische Narr. Ich wusste, dass er mich zu dir führen würde. Tja. Beenden wir das. Ich laufe nicht mehr davon, Lannister. Halt's Maul, du Dreckskerl. Für Thrakien und wahre Freiheit. Der Schwein, das Schwein hat mich benutzt. Dafür gehe ich in den Rage-Modus. Dann hack ich euch kaputt. Haben hier aber gerade drei Leute auch auf einmal getroffen, mit einem Hieb. Und der Lannister selbst noch. Und zack, Kehle weg. Das hat er verdient. Mich zu benutzen hier für seine Machenschaften. Kehre zu Polymestor zurück. Ich bin ja da. Wir müssen erstmal aus dem Gift hier raus, um uns zu unterhalten. Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke. Bayek. Bayek. Der Bastard hatte keine Ehre. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerechten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben. Eine füllige Frau? Na dann viel Spaß. Okay, das war die Quest, unterhalte ich euch nicht. Bei dem Kampf hätte sogar Charon geweint. Oh, und zwar ist Charon der Fährmann aus der Totenwelt. Der bringt die Toten über den Fluss der Seelen. Der Fährmann. Der Charon, der Fährmann. So. Jetzt bin ich hier, glaube ich, aber erstmal fertig. Ich muss hier natürlich noch ein paar Fragezeichen machen. Das mache ich dann wieder für mich. Hier haben wir dann noch eine höhere Quest für 38 und hier den letzten Aussichtspunkt. 38, 37, alles ein bisschen höher jetzt. Und im Inventar habe ich nur noch drei Sachen, die auch ein bisschen höher sind. 37 und 39 und natürlich der letzte Magi. Ich werde aber noch Folgendes mal kurz machen. Und mir hier den Aussichtspunkt holen.
Den Aussichtspunkt würde ich gerne mal haben, damit ich dann, wenn ich hier weitermachen kann, ja, hier schon eine Schnellreise hinmachen, dann muss ich nicht so weit reiten von hier aus. So, wenn man schon mal da ist und so, ne? Ist, glaube ich, nicht so schlecht. Oh ja, das sind wirklich hier die letzten paar Sachen, die ich noch machen muss hier im Hauptspiel. Ist ja nicht so, dass ich nicht sowieso schon sehr lange gebraucht habe. Aber mir wird dieses Spiel halt auch nicht langweilig. Das ist es halt, ne? Bei anderen Spielen, wenn ich dann so lange Folgen habe oder so lange, so viele Videos und sich die Aufgaben dann so stur wiederholen, habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr, alles zu machen auf der Karte. Und hier bei Assassin's Creed ist es überhaupt nicht so. Das Spiel langweilt mich kein bisschen. Ich habe immer noch jedes Mal Bock, weiterzuspielen und hier auch die Landschaft zu sehen und so. Jedes Mal. Das ist krass. Bei 103 Folgen schon, oder wie, wo ich jetzt bin. 104. Dass dieses Spiel einen so bei der Stange halten kann, hätte ich nicht erwartet vorher. Weil sonst waren die Sammelaufgaben bei Assassin's Creed immer echt nervig, wenn man irgendwie alle Kisten und so haben wollte auf der ganzen Stadt. Apollonia! Ah, von dem Ort haben wir ja schon gehört. Gibt's ja auch noch Quests, die hier weiterführen, die ich ja schon angefangen hatte. Da hat ja jemand gesagt, besuch mich doch in Apollonia. Den werden wir hier sicherlich auch nochmal wiederfinden. Keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Aber es war jemand. War das nicht die Maus oder so? Schauen wir mal. Apollonia. Ich kenne eine Musikerin, die hieß auch mal so. Aus den 80ern. Hat was mit Prince zusammen gemacht. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ach, guck mal hier. Schatz plündern und Hauptmann töten. Soll ich das noch machen? Warum nicht? Irgendwann muss ich das sowieso machen. Ob jetzt oder später. Da ist ein Schatz und da haben wir einen Hauptmann. Und die sind beide im gleichen Gebäude. Wie super. Wie super ist das denn? Und ich kann mich hier so frei bewegen, weil hier echt kein Arsch ist. Alle sind da hinten. Über den Tisch gezogen. Da habe ich dich voll über den Tisch gezogen, mein Freund. Alter, pisst der hier in die Hütte? Es ist ja ekelhaft. Wenn du pissen willst, okay, aber mach das doch draußen. Oder hast du hier extra irgendwie sind Holzschwerter und sowas? Oder hier in die Kiste gepisst? Widerlich, diese Römer. Echt widerlich. So, und hier ist der Schatz. Okay. Ging doch nicht so schnell. Jetzt werde ich hier noch doch noch kämpfen müssen. Und der auch noch hier in der Ecke. Noch einer. Ein Hieb! Mann, bist du ein Lappen. So. Jetzt kann ich aber zum Aussichtspunkt gehen. Ist der auf der Insel da? Jo. Gibt's hier ein Boot? Nicht direkt hier. Das Boot. Boah, wie schön das Wasser hier aussieht. Guck das mal an, wie schön blau und so da unten. Apollonia, auch ein schöner Ort hier. Und der Leuchtturm, der ist da einfach auf der Insel. Boah, das Wasser ist hier aber mega sauber. Nicht so wie der Nil. Hey, Bootfahrer, komm mal her. Bin zu faul, da gerade rüber zu schwimmen. Ah ja, er hat mich erhört. Die Götter lieben großzügige Seelen. Ja. Was noch höflich ausgedrückt war. Kurvenlage ist echt immer ein bisschen blöd, wenn man hier Vollspeed drauf hat. Okay. Dankeschön. Was für ein Duplex? Keine Fackeln, die hier brennen. Okay, besteigen wir den letzten Aussichtspunkt, Leute. Habt ihr hier auch den letzten Aussichtspunkt im Video drin. Keine Ahnung, ob hier überhaupt was passiert. Vielleicht gibt es eine... Keine Ahnung, ob es eine Trophäe gibt oder sowas. Okay, da haben wir den Hafen. Der letzte Aussichtspunkt. Genießen wir nochmal eine letzte Kamerafahrt.
Schnellreise freigeschaltet, Weltkarte aktualisiert, Sinneswahrnehmung erweitert. Wahrnehmung. Sonst nichts, was noch passiert? Schade. Hätte ja sein können. Dingsbums. Trophäe gibt es nicht dafür. Aber hier sehen wir das. Sinneswahrnehmung 58 von 58 synchronisiert. Alle Aussichtspunkte. Das war's. Ein Punkt habe ich hier noch zum Vergeben, aber alle Sachen kosten jetzt ein bisschen mehr. Mindestens zwei, hier drei, der auch zwei und die auch alle zwei, ne? Zwei, ja. Das sind die letzten Sachen, die ich noch lernen muss. Also, aber nichts von Fähigkeiten her, nichts dabei, was irgendwie spektakulär wäre. Einfach nur hier mehr Luft unter Wasser, damit man weiter tauchen kann und sowas. Materialkäufer noch. Das geht schon. So, dann würde ich sagen, werde ich die Folge für heute erstmal beenden, weil das jetzt gerade so auch so ein guter Abschluss ist vom Gebiet her. Und in der nächsten Folge ganz frisch starten mit der Hauptquest. Und dann werde ich mich erstmal bei Aya zurückmelden, dass Flavius jetzt tot ist. Das ist nämlich für Stufe 35 der letzte Magi. Baya kehrt in die Höhle zurück und trifft Aya und ihre neuen römischen Verbündeten. Sprich in Alexandria mit Aya. Das werde ich machen. 4000 Meter, also zurück nach Alexandria. Und da dann mal schauen, was uns da erwartet. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten hier bei der Folge. Ein bisschen kürzer, aber gut, ich werde schauen, dass die nächsten dann auch ein bisschen länger werden. Aber es passt halt hier gerade, um hier einen Schnitt reinzumachen und in der nächsten Folge schön von vorne mit der Hauptquest zu starten. Also lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich wie immer ciao, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.